So, die Durstwüste. Zurück in der Wüste. Was waren das für Tiere? Elefanten. Ölifanten? Kein Wunder in der Wüste, da bist du ja nur am Öl. Nicht so knapp. Oh, schon wieder Mario-Gegner. Oh, yay. Poki, Poki, oh Gott, ah. Oh nein. Effizienter als Mario. Auf jeden Fall. Sie haben dazugelernt. Boah. Oh nein. Und natürlich unsere beliebten Liva-Kumpels. Das ist eine große 6-Screen-Büste. Oh, Spoiler. Aber kein Geheimgang. Oh nein, mehr als 6 Screen. Ich irre mich. Das sind 8. Alte Schnetzelmaschine. Schnetzel, 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 Schnetzel. So, ich habe gehört, die Skelett ist magisch. Wer hat dir das denn erzählt? Ich habe keine Ahnung, irgendwer. Ah, vielen Dank. Dieser Staub war erfrischend. Zum Dank gibt es einen Tipp. Dort, wo der Sand dich einsaugt, lass dich fallen. Mit einer Bombe musst du hier die Wand sprengen. Danke, Plot-Skelett. Es ist viel kryptischer, das rauszufinden, dass du mich mit mir reden kannst, als das Rätsel. Ja, das ist ein Problem. Ihn mit Staub zu besprühen war echt erfrischend. Ja, und die anderen Skelette kann man nicht mit Staub besprühen. Das ist schon wirklich... Ich merkwürdig. Bin was Besonderes. Schlaf ist gegen das Ende, das böse ist. Was? Ich glaube, Yoda hat diese Statuen gebaut. Auch. Schlaf! Gegen das Ende ist das böse. Ganz genau, so muss es. Ich glaube, so ist es gemeint. Sie wollten einen Yoda einbauen und es hat nur zu diesen Eulenstatuen gereicht. Was will man machen? Also, die Öhrchen kommen ja schon hin. Das könnte auch ein echt stilisierter Yoda sein. Das stimmt. Ein kleiner, fetter Pummel-Yoda. Oh, in Scheiße getreten, du bist. Pummelig, ich bin nicht. Versuchen zu graben nach Schlüsseln, ach, du solltest nicht. Ah! Das gibt mir noch ein Herz. Gib mir doch einer ein Herz noch. Ach, scheiß drauf. Kleine Dune-Anspielungen, du machen solltest. Okay, hier sind wir auf Arrakis und das Spice. Welcher Teufel läuft auf dem Spice, auf den Spice herum? Das Spice muss fließen. Oh ja. So. Sandwürmer sind etwas, das Zelda mag. Auf jeden Fall. Was Ähnliches habe ich in Wind Waker vorhin auch gekämpft. Das stimmt. Und in A Link to the Past. Eigentlich sind Sandwürmer auch so ein typischer Zelda-Gegner. Schon immer gewesen. Ich fand's gut, dass er so ein U-Boot-Propeller als Schwanz hatte. Das ist schon echt putzig. Mit dem Wunderschlüssel öffnet sich das Tor zum Wundertunnel. Wer hätte damit recht? Tschüss, Leute! Don't say. So, dann hören wir mal auf das Skelett. Nee. Hier vielleicht? Ich meine, es war oben. Ich dachte, es war links. Es war links? Und auch nicht. Komisch, probieren wir mal aus. Aha. Na gut. Yay! Herzteil! Warum auch nicht? Gut, ja, das war's auch schon mit der Durstwüste. Wie sind die Skelette, die Dinger da reingekommen? Die hier? Ne, die kann ich mir erklären, die da oben hinter der Wand. Ach so, ja, das ist, das muss ja wirklich schon, oh. Die wurde später von einem Erdrutsch verschüttet. Ah ja, okay, oh. Ja. Ich nehme diese Erklärung nicht an. Das ist mir doch egal. Wie endmoränig von dir. Man nennt mich auch die Endmoräne. Oh nein. Das Ende der Aber Moräne. Da unten waren Pfade, die noch nicht beschritten Ach ja, da unten, stimmt, ja. Da unten sind Pfade, die noch nie beschritten von niemandem. Oh, Poki, verschwinde. Ah, okay. Dann so. Hauptsache mit dem Schwert. Tu doch nichts. Bin doch nur ein Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Ah. Ist gar nicht so klein. Bringt mich gleich mal um. Also, ah, ja. Moschel. Hat deine Moppel gefunden. Gut. Magische Moschel gefunden. Die magische Miesmuschel. Aber ich glaube, das war's jetzt wirklich mit der Wüste. Das reicht auch. Mann. Ja, und weil das alles so heiß und durstig war, geht's jetzt ins Wasser, würde ich mal sagen. Zum Wundertunnel. Oh, Wunder. Oh nein. Plotteule. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Say what? Du solltest zum Wasserfall in den Bergen. Dort. Das Wasser, das verschwindet. Dann musst du nach unten springen. Ja, danke. Danke, kryptische Kryptikeule. Oh, warte mal, hier oben war ich noch nicht. Gern gehu. Hut. Wir sehen uns bei Hooters. Auf ein kühles Bierchen und Burger. So. Gut. Deal. Oh ja. Moment mal, kann ich jetzt in die Höhle eigentlich?
Nee. Willst du mich Bomben habe? Ja, aber du bräuchtest immer noch einen Enterhaken dafür. Selbst um den lustigen Glitch zu machen, den ich nicht hinkriege, bräuchtest du den. Oh, echt? Wo du die Wand da oben, glaube ich, sprengen kannst. Da oben? Verdächtige Wände sind verdächtig. Ist sie verdächtig? Oh ja. Mhm. Ich finde die gar nicht so verdächtig, ehrlich gesagt. Oh ja, sie ist verdächtig. Blank, sie klingt blank. Verdächtig. Blank. Aber ich glaube, das nützt auch nicht. Schauen wir mal. Fledermäuse? Nee, ah. lässt dich nur gierig gucken. Schade. Aber. Das. Man muss doch theoretisch sogar die verlorene Kunst, die dir nie in diesem Spiel jemand sagt. Die Bombenpfeile, meinst du? Ich meine. Ah, okay, Bombenpfeile, das ist eine Sache. Wenn man jetzt B und A gleichzeitig drückt, dann passiert das hier. Entschuldigung. So. Gut. Ja, mit ein bisschen Anlauf kannst du doch weit springen. Oh, ich glaube, der Anlauf reicht nicht, du. Ich glaube, das wird in die Hose gehen. Oh, nee, das wird sowas von nicht funktionieren. Also, nochmal. Ich glaube nicht, dass es. Also. Ich weiß, dass es geht, aber. Okay, es könnte gehen. Ah, okay. Aber damit muss man wirklich pixelperfekt oder sonst irgendwas sein, da ist das Spiel. Und ich brech mir die Finger. Reicht gleich zum Ruck. Ah, oh Gott. Ja, du kannst dazwischen nochmal weiterlaufen, bevor du fällst. Ach, wisst ihr was? Das machen wir später. Wir machen das auf die reguläre. Ja, das ist. Bevor du schon wieder stirbst. Ja, da fällt mir ein. Oh Gott, ich. Da fällt dir da ein, fällt da fällst du ein. Timing. Da fällt mir ein, Geier-Valli. Geier-Valli besuchen wir auch nochmal eine Maßnahme. Ach ja, du wolltest, es liegt ja sowieso irgendwie üben. Auf dem Wege. Schön die Sexy Hexi nochmal besuchen. Sexy Hexi, die kommt nicht in diesem Spiel vor. Aber du... Ja, Geier-Valli ist schon recht sexy. Oh, aber es gibt eine richtige Sexy Hexi. Sexy oh. Thermo-Hexi. Das wirst du bei Ocarina of Time erfahren tun. Also quasi der Inhalt eurer feuchten Träume als Kinder. Nein, um Gottes Willen, das wäre furchtbar. So ist es richtig, ja. Ja. Das wäre sehr traurig, furchtbar und gruselig. Wo kommt der Vogel her? Wo kommt dieser blaue Bär her? Ja, gute Frage. Oh, Dieb! Ich bin auch oft im Zoodorf, um zu singen. Ja, zu singen, Kannst klar. Wir lieben die Ballade vom Windfisch. Was ist denn dein Lieblingslied, Dieb? Herz an Herz vom Blümchen, ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Es scheint durch Marins Lied in Trance zu sein. Es. Gut, Marin kann seltsame Dinge mit Tieren anstellen. Ich glaube allerdings nicht, ob es an ihrem Lied lag, dass er in Trance ist. Ja. Dieses Lied schockiert Wahlweiser. Ah. Das gut. Ist eines dieser vielfältigen Plotlieder. Jo. Di-di-di-di. So. Moment mal. Lauf in den Wald, der dunkel ist. Der Wald, der immer dunkel ist. Er macht mir Angst. Ein bisschen. So, Ulrira, Ja, hier Ulrira, meine Großmutter hat mir von den Wasserfällen auf der Taltalerhöhung erzählt. Hinter einem sei angeblich etwas versteckt. Ach. Hilft dir das? Ja, ist ein Dungeon, hat die Eule auch schon gesagt. Aber danke. Bist nicht ganz so up-to-date, Ulrira. Nee. Was ist da mit dir los? Mit dir haben wir schon lange nicht mehr geredet. Ja, mir geht's gut. Und dir? Bestens. Diese Frau ist die beste Kehrerin der Insel. Sie kehrt auch nur vor ihre eigene. She cares. Caretaker. Ja, der Caretaker. Der Besen quasi. Du kriegst gleich ein Care-Paket. Ja. Oh nein. Er will mich mit Schaufeln verprügeln. Oh. Nein, bekehren. Oh. Bekehren? Das wird ja immer schlimmer. Du bringst mich in eine prekäre Lage. Oh. Oh. Nein! Ein Götter-Eichel. Ach nee, das war der. So. Oh Gott, das war knapp. So, okay. Oh, das Drama. Oh, das Drama. Mal gucken, was heute ein Trank kostet. Das wäre echt nützlich, wenn man schnell an diesen Ort gelangen könnte. Ja, mal gut, dass das später passiert. Leider erst später. So. Was es wohl heute kostet? Geier-Valli! Hallo. Ich weiß. Ich heiße Geier-Valli. Ich weiß. Geheimnis. Ja, ich weiß. Anmachen. Ja. Immer noch so günstig. Ja klar, aber hallo, nur her damit. 42 ist ja auch die Antwort auf alles. Natürlich kostet das 42 Rubine. Das ist der Sinn des Lebens, weil es mir Leben wiedergibt. Oh. Herzen, Medizin. Automatisch. Gesund. Got deep.
Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Das ist schon nett hier. Geile Walli, ey. Die geile Walli, ey. So, gut. Ist immer noch besser auf der Insel als bei irgendwelchen gruseligen Gebirgsbauern. So. Ich spreche wieder in Zungen. Ja. Das tun wir. So, wir waren schon lange nicht mehr im Fotoladen. Wir gucken uns mal ein paar Bilder an, wa? Du Stalker-Maus, ich hasse dich. Jaha! Die Abenteuer des Dieb! Ja, will ich. Jo, danke für die Beschreibung. Ja, wir erinnern uns alle an diesen Vorfall. Wir erinnern uns an die Klippen. Oh, er lacht auf diesem Foto. Das ist eine Lüge. Eigentlich hat er gar nicht gelacht. Link kann nicht lachen. So. Oh, das ist schick. Das ist sehr, sehr gut. Es und sieht ja, aus wie ein Zombie. Da sieht man ihr Schuhwerk. Es sind Ballerinas. Ja, es könnten Ballerinas sein. Ja. Kein Abzug. 4 fehlt noch. Ja, hier ist Ulrira. Sein Geheimnis, was ich immer noch nicht ganz verstehe. Dass er am Telefon sitzt, während er im Schaukelstuhl sitzt und sabbert. Ja. Ich denke, er hat einfach zu viel Spaß am Telefon hier. Er lacht quasi. Ja, hier haben wir Struppi in seinen besten Momenten. Er hat wirklich eine sehr schöne Frisur, muss ich auch sagen. Struppi, ja. Hey. Sieht so süß aus. Ja, hier ist es nämlich. Oh. Ich habe alles gesehen. Obwohl er in eine andere Richtung guckt. Was sind das? Ist das Japanisch da im Hintergrund? Ja, natürlich. Wer es übersetzen kann, interessiert mich. Aber sneaky, guckt es euch an, ey. Oh, ist im E-Mail. So, da fehlen noch. Fünf Stück fehlen noch. 4, oder? Da, wo kein Abzug steht. Ja, es sind aber nur. 5. Oh, also ja. 4, 8, 9. Ach. Ah ja, und Richard. Und Richard vom Schloss. Gut, dass Richard einfach mit dem Button über. Richard wird vom Button zensiert, das finde ich auch gut so. So. Ja dann, ab in die Berge. Ab in die Berge, da fangen sie schon an. Die Berge, auf. Die Berge. Oh. Schmieblons. Molblins. Monster. Wir haben einfach nur geguckt. So, naja, hier war Sumpfpalast. Gin-Grotte natürlich, Entschuldigung. Das mag wohl auf diesem Berg sein. Oh ja, stimmt, das ist ja, oh Gott, hier waren wir ja noch gar nicht. Der Windfisch ruft sanft in seinem Ei, auf dem Berg, jedoch beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er aufwachen, du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund, nur so, genau so, Tamaranschberg, ja, den kennt man ja vom Cover und aus dem Intro, hier, buff, das Ei der Eier, ey, na, ganz schönes Ei, da ist der Windfisch drin, du, Ei da daus, das ist ein dickes Ei, du. Eieiei. Gut, ja, dann, das wird noch sehr plotrelevant und die Berge sind generell sehr plotrelevant. Alles hat hier mit den Bergen zu tun. Wir werden vielleicht Leute wiedersehen. Vielleicht, die so die Vorahnung hatten, dass sie sich verlaufen werden. Weil sie zu viele Kinder gezeugt haben. Ja, da will ich auch weglaufen. Schatz, ich bin mal kurz Zigaretten holen. Im Gebirge? Ja, im Gebirge. Der einzige Zigarettenautomat auf der Insel ist irgendwo im Gebirge. Aber jetzt, vielleicht in der Nähe des Hühnerstalls. Werde ich nicht mehr drauf reinfallen, wenn das eines Tages passiert. Wie verdammt! Purzelschleim, ich will dich nicht abhalten, aber du hast einen kleinen taktischen Fehler. Ja. Du musst erst den Schlüssel ins Schlüsselloch stecken. Ach, verdammt, ja. Der ist ja unten. Verdammt, du hast vollkommen recht. Aber. Du hast 50 Rubine gefunden, sehr schön! Aber wofür? Ab jetzt spielt Geld wirklich keine Rolle mehr, weil wir den Bogen ja geklaut haben. Dieb. Ja. Ich kann mit dem Titel Dieb leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast deinen Namen gegen einen Bogen getauscht. Das ist okay. Link ist ja auch sehr generisch. Oh nein. Ach. Wir hätten ihn Long nennen müssen. Rinku! Naja, schön, dass wir in dieser Höhle waren. War auch mal nett. Wir sollten das dringend wiederholen. Wir sollten es wiederholen, weil es so toll war. So. Ich mochte die Höhle. Sie hatte Löcher, sie hatte Fledermäuse. Ja, das. Und diese nervigen Dinge. Schmieblons. Nee, die hatte sie nicht. Die sind real. Ich sehe keine. Oh, es sind Bockblins.
auch nicht. Big Blondes. Mal sehen nur nichts. Sie wurden ausgerottet. So. Big Blondes und Meat. Link, Bedroher der Spezies. Ja, absolut. Der Schlechter. Ich bin so schlecht und deswegen schlachte ich. Was haben wir denn da? Tektiten! Da ist eine Fischhöhle gewesen. Tudu! Oh, wie fischig von ihm. Fischmaul! Yay! Irritierenderweise ist es nur ein Fischmaul, aber es ist nicht das. Und ein Teleporter! Yay! Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Vielleicht. Du hast nicht hingeguckt. Doch. Aus dem Augenwinkel hast du es gesehen. Das reicht. Das reicht, um ihn benutzen zu dürfen. So, was ist hier drin? Ah ja, toll. Kannst du doch machen. Nein. Bombenfall? Nope. Das sind leider unzerstörbare Blöcke. Ach, das ist ein berühmter Rückwegstreppending. Wir machen ihnen das Backtracking angenehmer Gang. Ja. Sie sind gut. Skyrim besteht noch auf sowas. Das stimmt. So. Und dann zurück in die Höhle, die so toll war. Und Steine und Menü und wieder Kraftarmband anlegen. Oh, Leute, ey. Warum kann es nicht ein permanentes Item sein? Warum sind die da nicht drauf gekommen, Steve? Weil, Dinge, die kontextsensitiv sind, damals noch nicht sensitiv zum Kontext waren. Ein Zelda noch. Wind Waker hat es besser gemacht. Ja. Ja, das nächste hat das dann begriffen. Irritierenderweise hatte der N64-Controller so viele Tasten, dass es auch fast egal gewesen wäre. Ja. C-Tasten-Items waren echt eine nette Sache. So viele Items. Drei. Oh Gott, die Fackel habe ich geschossen. Was soll das denn? Alles hasst dich. Alles hasst. Ja. Seien Sie kein Dieb. Verdienst das. Kann ich da hin? Kann ich da hin? Kann ich da hin? Kann ich da hin? Nein. Das ist dabei ein seltsamer. Ich muss da sogar durch. Nein. Oh Gott. Ende. Verdammter Stein. Schleim. Nein. Aber Schlackiput. Aber ich komme da doch nicht hin. Noch nicht. Gott. Du hast die Macht erlangt. Ach, guck mal. Oh. Wir kennen dich. Wir kennen dich. Du hast zu viel deiner Samen benutzt. Aber er hat einen Beutel, der verdächtig ist. Wir wollen diesen Beutel. Wir wollen sind das Samen haben. Drin? Naja. Es sind vielleicht Kinder drin, die er ins Wasser... Na, oh. Vielleicht. Oh. Oh. Oh, Zonkkiste. Du hast deinen Schleim bekommen. Kann ich ihn mitnehmen? Du durftest ihn nicht behalten. So, okay, was ist hier los? Was ist hier los? Tja, ich hab mich verlaufen, wie ich es vorher gesagt habe. Sie, ne? Prophet. Und jetzt bin ich so K.O., dass ich kann nicht mehr nach Hause, ja. Nicht mehr bewegen können, tun, getan, ja. Hast du zufällig was Essbares? Bitte sag nein. Zufällig? Nein, sag nein. Nein, hab ich nicht, nein. Du bist ja total herzlos. Ich bin Herr Herzlos. Ja, okay, nein. Ja, ich wiederhole alles, was ich schon mal gesagt habe, aber das macht ja nichts, weil so ist das damals und heute. Ja, ich hab was, und zwar diese Ananas. Oh, dieser Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Er schält sie nicht, er stopft sie gleich ganz rein. Ja, ich geb dir dafür ein Hibiskus hier, ein schöner Hibiskus. Ah. Ja, wir wissen, wer ihn kauft. Ich habe dir eine extrem spezifische Blume gegeben. Danke. Ja, lass dir schmecken, ne? Er beißt immer noch auf der Schale rum und kommt nicht durch. Ich will das trotzdem nicht zurück. Gut, soll ich hier runter? Ja, ne? Ist das eine Abkürzung? Oder nein? Doch. Ja, doch, ist gut, richtig so, ne? Ja, sehr gut. Hui. So. Und? Moment, erstmal. Ja, okay, ja. Und weg da. Oh mein Gott! So! Und was in diesem fischigen Maul uns erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Grausames Timing. Bis denn. Au, Timing, au. Auf zum Wels. Nee, doch nicht. Lüge, anderer Fisch. Fisch. Ich will aber Wels zu sehen. Danach, das kommt noch alles. Wir es wird genug Wels geben. Sardinen-Dungeon.